Herzlich willkommen. Vielleicht kennen Sie diese Zeitschrift. Es gibt sie bereits seit 1886. Der Titel scheint also ganz gut zu funktionieren. Kein Wunder, denn wollen wir nicht alle ein bisschen kosmopolitisch sein, weltoffen und polyglott, Sushi essen, ins Yoga gehen und Tango tanzen? Zugleich wollen wir auch unsere Heimat bewahren, unsere Kultur und Sprache. Mit einem starken Nationalstaat und robusten Grenzen macht man seit Jahren Politik. Die Globalisierung ist also ein ambivalentes Phänomen, das zeigte nicht zuletzt auch die Corona-Pandemie. Zeit also, mal vertieft global zu denken. Zu Gast ist eine Frau, die seit vielen Jahren leidenschaftlich zu diesen Fragen forscht. Shalini Randeria, sie ist Sozialanthropologin und Rektorin der Central European University in Wien. Ganz herzlich willkommen. Vielen Dank. Ja, Frau Randeria, Sie sind ja in Washington geboren, sind in Indien aufgewachsen, haben dann unter anderem in Oxford und Heidelberg studiert, hatten Stellen in Göttingen, Professuren in Zürich, in Genf, heute leben Sie in Wien. Sie sind eigentlich durch und durch globalisiert, kann man sagen. Das kann man schon sagen. Sie sprechen auch selber, ich glaube, 5 unterschiedliche indische Sprachen, dazu fließend Französisch, Deutsch, Englisch. Haben Sie eine Lieblingssprache? Also Französisch spreche ich nicht, fließend überhaupt nicht. Ich kann relativ gut lesen. Lieblingssprache, nein, das ist schwierig. Also ich schreibe natürlich am liebsten auf Englisch. Auf Deutsch geht es eher zu sprechen als gut zu schreiben. Und in meiner Muttersprache zum Beispiel kann ich keine Vorlesung halten. Mir fehlt einfach das Vokabular, das sozialwissenschaftliche Vokabular, das ich bräuchte. Und von den indischen Sprachen, das sind auch sehr unterschiedliche Kompetenzen. Ich bin Analphabetin in 2 von denen. Ich kann sie verstehen und sprechen, aber ich kann sie nicht lesen. Ah, wirklich? Ja. Und warum? Weil ich die Schrift nicht gelernt habe. Die haben alle unterschiedliche Schriften. Und für Bengali und Urdu habe ich die Schrift nicht gelernt. Das ist ja auch nochmal ein interessantes Phänomen, das wissen wir ja oft nicht. Man denkt irgendwie an Indien, an ein Land, aber da gibt es so unterschiedliche Kulturen bis hin zu ganz unterschiedlichen Schriftbildern. Ganz unterschiedliche Schriften und die nord- und südindischen Sprachen gehören nicht mal zur gleichen Sprachfamilie. Also meine Muttersprache, Gujarati, gehört zu indoeuropäischen, wogegen die südindischen Sprachen gehören zu einer ganz anderen Sprachfamilie, die dravidische. Das heißt, ich verstehe mehr Italienisch, als ich Tamil oder Telugu verstehe. Und es ist ja interessant, ich habe gesagt, Sie sind eigentlich durch und durch globalisiert selbst. Man sagt ja auch oft, das ist ein Zeichen der Globalisierung oder wir leben in einer globalisierten Welt. Das ist ja eigentlich mittlerweile eine Binsenwahrheit. Und dennoch kann man sagen, diese Globalisierung, die wurde uns so richtig auch noch einmal bewusst in der Pandemie. Das Virus konnte sich rasend schnell verbreiten, weil Personen und Waren rund um den Globus dauernd unterwegs sind. Und zugleich haben wir sehr lokal reagiert, indem wir die Grenzen dicht gemacht haben. Ist das für Sie eine absurde Reaktion? Ich meine, für die als politische Reaktion war das verständlich. Aber das Virus macht nicht Halt an nationalstaatlichen Grenzen. Insofern war das schon eine absurde Reaktion. Man kann es verstehen, dass der erste Reflex war sozusagen politisch, die eigene Staatsbürger, Bürgerinnen zu schützen. Und viele Länder haben, wenn Sie sich erinnern, vor 2 Jahren auch Flugzeuge in alle Welt geschickt, um die eigenen Staatsbürger, Bürgerinnen wieder aus den entferntesten Inseln, wo sie Urlaube gemacht haben, nach Hause zu holen. Obwohl eigentlich auf die Insel wäre man sicherer gewesen, wenn man die Zahlen jetzt im Nachhinein sich anguckt. Also das heißt, der nationalistische Reflex war verständlich, aber hat nicht viel geholfen. Und kurz darauf hat man gemerkt, es geht auch nicht, die Grenzen dicht zu machen, denn die Warenströme, braucht man. Also es hat einfach keine medizinischen Gütern dann gefehlt. Ja. Als Deutschland dann die PPE-Masken und Schutzequipment nicht nach Österreich schicken wollte oder die US-Regierung nicht nach Kanada, gab es einen großen Aufschrei. Mhm. Dann haben natürlich Arbeitskräfte gefehlt. Ja. Kam Sommer, wusste man,
wer soll die Spargelernte durchführen oder unsere Erdbeeren pflücken? Man musste dann die Arbeiter, Agrararbeiter ins Land lassen. Oder bei Österreich war zu beobachten, die Pflegekräfte fehlten. Und es ist ja interessant, das sind jetzt ganz vitale Bedürfnisse auch. Oder wir denken an das Spargelstechern, wie kriegen wir unseren Spargel? Aber gleichzeitig muss man ja denken, was machen diese Menschen ohne diese Einkünfte, die keinen Lohn mehr haben? Also ganz vitale Probleme, die entstehen dadurch, dass die Globalisierung, die besteht, nicht gelebt werden konnte, sage ich jetzt mal. Aber dann entstehen auch so Alltagsprobleme. Ich kenne zum Beispiel viele leidenschaftliche Fahrradfahrer, die keine Ersatzteile mehr kriegen für ihr Rennrad. Also wo man wirklich merkt, wir vergessen das manchmal, wie globalisiert der Handel ist, die Produktion, diese kleinen Teilchen, die von irgendwo aus der Welt kommen und nicht mehr bei uns geliefert werden können. Ja, Sie wissen, dass im Moment eins der größten Probleme ist der Mangel an Chips. Weil viele Chipfabriken zugemacht haben, weil es kaum eine Nachfrage gab in der ersten Phase von Covid. Und die Fabriken haben ihre Produktion runtergefahren und sind nicht mehr in der Lage zu liefern. Mhm. Und das heißt, Engpass ist so gravierend, dass die Lieferfristen bis auf ein Jahr im Moment sich erstrecken. Und damit ist Produktionsstillstand teilweise durch mangelnde Produktion, teilweise, weil die großen Firmen, die sehr, sehr großen Firmen, haben gehortet. Mhm. Wenn man sich so das vor Augen führt, dass die Globalisierung eine Tatsache ist, kann man ja sagen, da lohnt es sich gar nicht, dafür oder dagegen zu sein. Das ist so ähnlich, wie wenn man für oder gegen den Regen wäre beispielsweise. Zugleich gibt es natürlich die sogenannten Globalisierungsverlierer und die sind eine politisch wichtige Größe. Man sagt oft, dass der Brexit beispielsweise oder auch die Wahl von Donald Trump bis hin zu populistischen Regierungen sehr stark zu tun haben mit den sogenannten Globalisierungsverlierern. Können Sie die irgendwie verstehen? Ja, ich kann sie verstehen. Ich kann verstehen, dass es Menschen gibt, überall in der Welt, die ein Gefühl haben, entweder ihre Arbeit verloren zu haben wegen der Deindustrialisierung in vielen Ländern oder dass ihre Löhne geringer geworden sind. Dass viele Menschen auch das Gefühl haben, der Machtlosigkeit, nicht gehört zu werden und so weiter. Die Frage ist, ist das wegen der Globalisierung? Denn also, wenn Sie das wie mit Regen vergleichen, ja, die Globalisierung ist nicht ein Naturereignis. Es ist politisch gewollt, politisch auch gesteuert. Und die Art und Weise, wie wir darüber sprechen, es klingt, als ob es über uns irgendwie hereingebrochen ist. Ja? Aber die Verlierer sind nicht Verlierer von Globalisierung, sie sind Verlierer von einem ganz bestimmten neoliberalen ökonomischen Globalisierung. Und die ist von Frau Thatchers Regierung in England und von Reagan, als er Präsident war in den USA. Also schon sehr alt. Sehr alt. Die ist nicht die letzten 10 Jahre. Mhm. Wir vergessen das hier in den Westen, sage ich mal erstmal, weil in den Ländern des globalen Südens ist diese neoliberale Globalisierung als in Form von Strukturanpassungsmaßnahmen durch die Schuldenkrise hineingebracht worden. Dadurch, dass die Länder Schulden gemacht haben und Kredite aufgenommen haben, von hochverschuldet waren, Kredite aufgenommen haben von der Weltbank und Internationalen Währungsfonds, wurde ihnen eine Strukturanpassungspolitik, eine Austeritätspolitik aufgedruckt. Und also beispielsweise zu sparen im Bereich der Sozialwerke zum Beispiel. Wohlfahrtsstaatliche Leistungen, die sowieso inadäquat waren, aber auch die da waren, sollten zurückgebaut werden. Der Staat soll nicht in öffentliche Bildung, in öffentliche Gesundheit investieren. Mhm. Genau die Schwächung der öffentlichen Gesundheitsinfrastruktur in afrikanischen Ländern zum Beispiel, die wir jetzt während der Pandemie als Problem sehen. Aber das heißt, das sind alle nicht Naturereignisse. Das sind alle politisch gewollte Maßnahmen, Privatisierung, Liberalisierung der Wirtschaft,
Abbau von Protektionismus in den Ländern des Südens, während die EU und die USA den Protektionismus aufrechterhalten haben. Aber das ist jetzt interessant, weil ich habe von Globalisierungsverlierern gesprochen und hatte natürlich in erster Linie diejenigen im Norden im Blick. Oder ich habe vom Brexit gesprochen, von Donald Trump. Sie haben jetzt eigentlich sozusagen gewechselt in den Süden und gesagt, naja, es geht darum, dass man eine Globalisierung befürwortet hat, bei denen man den ärmeren Ländern irgendwelche Programme aufgedrückt hat gegen Kredite, die sie erhalten haben. Man muss ja auch sagen, da gibt es auch sehr viele Globalisierungsgewinnerinnen und Gewinner. Es gibt ja auch viele Menschen, die aus der Armut gefunden haben, dadurch, dass Arbeitsplätze verlagert worden sind in ärmere Länder und so weiter. Aber die Globalisierungsverlierer im Norden, die sind davon ja nicht im engeren Sinne betroffen. Das ist richtig. Das heißt, ich glaube, dass eine Sache, die man wirklich erstmal zur Kenntnis nehmen muss, ist, die Globalisierungsgegner und Verlierer sind nicht Länder. Mhm. Die sind innerhalb jeder Gesellschaft, haben einige Schichten gewonnen und einige Sektoren verloren. Und das heißt, man muss einfach wegkommen von Nationalstaat oder Land als eine Einheit, in der wir die Auswirkungen der Globalisierung sehen wollen. Es gibt sehr, sehr viele Menschen in Indien oder China, die durch die Verlagerung von Produktion in diesen Ländern, zum Beispiel Callcenters in Indien, gewonnen haben. Ja, in China sowieso durch die Verlagerung von sehr, sehr viel Produktion. Und das sahen wir dann während der Pandemie, dass die meisten unserer Medikamente in Indien und China oder viele der aktiven Stoffe in unseren Medikamenten werden in Indien und China produziert. Und 60% aller Impfstoffe werden in Indien produziert. Mhm. Das heißt, diese ganze Supply Chains, die auch unterbrochen worden sind, und das haben wir unter der Pandemie erst realisiert, wie stark diese Art von wirtschaftlicher Vernetzung ist. Nichtsdestotrotz, die Ungleichheit, die bestand, sie ist durch neoliberale Globalisierung auch in vielen Sektoren verschärft worden, ist durch die Covid-Pandemie nochmal verschärft worden. Was meinen Sie, wenn Sie sagen, wurde verschärft durch Neoliberalismus? Weil die Einkommensungleichheit, also die Reichen sind viel, viel reicher geworden. Viele, die arm waren, sind abgehängt worden. Also das ist das Paradoxe an viele dieser Entwicklungen in der wirtschaftlichen Globalisierung sind die Gegenläufigkeiten. Zum Beispiel die Kupferfasern, die man braucht, um einfach die technologische Infrastruktur für die engere Verbindung herzustellen. Die kommen aus Sambia zum Beispiel. Sambia ist ein großer Exporteur von Kupfer gewesen. Mhm. Ja? Als sie durch die Glasfaserkabel ersetzt worden sind, ist Sambia abgekoppelt von der Globalisierung. Mhm. Ja? Das heißt, wenn ein Land so stark auf dem Export von einem Produkt wie Kupfer angewiesen war und ein bisschen Industrialisierung, ein bisschen Wohlstand, ein bisschen Annäherung an Wirtschaftswachstum und damit auch Urbanisierung, Teilindustrialisierung durch diese ein Exportprodukt stattgefunden hat. Wenn dieser Export wegfällt durch den Wechsel zu Glasfasern, dann ja, wir sind alle enger vernetzt. Und dieses Land ist abgekapselt. Sie haben Deurbanisierung, Enturbanisierung. Die Leute gehen aus den Städten zurück in ihren Dörfern, weil dort hoffen sie immer noch Subsistenzwirtschaft betreiben zu können von Verwandten, Familien wieder. Also Selbstversorgung sozusagen. Versorgung, ja. Und es ist eine Deindustrialisierung. Mhm. Ja, die Arbeitsplätze werden alle abgebaut. Mhm. Und das heißt, es gibt einen zweiten Teil, den wir nicht gesehen haben, bis wir in Brexit oder in den Trump-Wählern das zur Kenntnis nehmen. Und mit wir meine ich wir im Westen, diejenigen von uns, also ich bin Ethnologin, die über globalen Süden geforscht haben wir das schon zur Kenntnis genommen und viel darauf aufmerksam gemacht.
Und Sie haben jetzt ein Detail genommen, Sambia und den Kupfer, und man merkt sofort, man kann eigentlich gar nicht über Globalisierung sprechen, ohne tausend kleine Phänomene in den Blick zu nehmen. Das Thema ist eben an sich so groß, so global, so vernetzt, dass es schwierig ist, überhaupt einen Blick darauf zu werfen. Wir wollen es trotzdem versuchen in dieser Stunde. Und ich würde gerne noch einmal auf diese politische Ebene zurückkommen. Es ist ja so, dass die Globalisierungsverlierer nicht nur diejenigen sind, die vielleicht handfest wirklich feststellen, dass ihr Handwerk zum Beispiel nicht mehr gefragt ist, zum Beispiel in der Schweiz vielleicht eine Druckerei, die feststellt, dass alle plötzlich die Druckereiwaren in Polen, in Rumänien, von mir aus auch in China bestellen und plötzlich sein Geschäft nicht mehr rendiert. Das ist eine konkrete Globalisierungsverlierersituation. Sondern es geht auch um die politische Abwehrhaltung gegen das Fremde, was auch da zum Teil durchdrückt. Und in diesem Zusammenhang würde ich gerne zuerst mit Ihnen noch darüber sprechen, was Ihre jetzige Funktion ist. Sie sind nämlich Rektorin der Central European University, die in Wien basiert ist. Und diese Universität, die wurde im Grunde genommen vertrieben von Viktor Orban aus Ungarn. Und das wollen wir ganz kurz anschauen und wir blenden zusammen zurück ins Jahr 2017. Noch bis in die Abendstunden dauerten die Proteste gestern vor dem ungarischen Parlament. Mehrere 10.000 Menschen waren zuvor über die Budapester Kettenbrücke gezogen. Es war die größte regierungskritische Kundgebung seit fast 3 Jahren, darunter viele Studenten. Ein Land, das ständig Phantomfeinde kreiert, das seine eigenen Bürger, seine Jugend als Feinde sieht, hat keine Zukunft. Die Bildung und die Gedanken sollten frei sein. Lasst Ungarn frei sein. Schon in den vergangenen Wochen gab es immer wieder Proteste um die Soros-Universität in Budapest. Die Uni wurde Anfang der 90er Jahre gegründet, und zwar vom US-Milliardär Soros, der ungarisch-jüdische Wurzeln hat. Seine Stiftung unterstützt auch verschiedene Nichtregierungsorganisationen, die seit dem Ende der kommunistischen Ära den demokratischen Wandel in Ungarn fördern. Doch der rechtskonservative Ministerpräsident Viktor Orban hat 2014 Ungarn zum sogenannten illiberalen Staat erklärt. Seine ideologische Grundlage, um gegen missliebige Organisationen und Medien vorzugehen. Im Parlament hat Orbans Fidesz-Partei eine satte Mehrheit. Und so hat das Hohe Haus letzte Woche entschieden, dass ausländische Universitäten, die in Ungarn tätig sind, auch in ihrem Heimatland einen Campus haben müssen. Doch Soros' Uni ist in den USA nur registriert, betreibt aber dort keine Lehranstalt. Sie müsste also in Ungarn aufgeben. Ja, die Geschichte ging dann so weiter, dass die Universität die Auflagen erfüllt hat, die verlangt worden sind. Aber der Druck hat nicht nachgelassen. Und 2019 stand dann eben der Umzug an nach Wien. Die Universität ist jetzt in Wien beheimatet. Nun muss man sich das mal vorstellen, mitten in Europa wird eine liberale Universität eigentlich vertrieben. Warum? Wie geht sowas? Das war, glaube ich, für die Universität auch selbst ein Schock. Ich glaube, viele an der Universität, die Studierenden wie auch der Lehrkörper, haben gedacht, dass das nicht möglich sein wird. Dass die EU eigentlich genügend Druck auf die ungarische Regierung ausüben können wird, dass trotz dieser Schikane die Universität in Budapest weiterhin bleiben dürfte. Und das ist nicht passiert. Viele Hoffnungen lagen auch auf die US-amerikanische Regierung, aber dann war Trump an die Macht. Und Viktor Orban ist natürlich Trump nahegestanden. Und damit hat die US-amerikanische Regierung auch nicht genügend Druck ausgeübt. Was treibt denn Orban an? Also ich würde schlicht und einfach sagen, Machterhalt. Es geht nicht um Ideologie so sehr, als seine Macht zu festigen. Aber eins will ich nur dazu bemerken, weil Sie sagten, wie kam es, dass die CU dort vertrieben wurde. Das Interessante ist auch, dass nicht nur, dass die CU ihre Lehrtätigkeit aufgeben müsste in Budapest, sondern sie wird jetzt ersetzt, wenn Sie möchten, das so sehen, durch eine chinesische Universität. Die Orban-Regierung hat jetzt Milliardenkredit aufgenommen, um die Fudan-Universität nach Budapest zu bringen. Sehr interessant. Sie sagen ja, im Grunde genommen würde die Regierung Ungarns so etwas betreiben wie
Ethnonationalismus. Also es geht um einen Nationalismus, der auch eine bestimmte Kultur, eine bestimmte Ethnie integrieren, verteidigen, schützen will. Das heißt, man kann sagen, eigentlich ist es in diesem Bestreben auch ein Stück weit ein Antiglobalisierungsreflex. Ja und nein. Antiglobalisierung wäre es, wenn es tatsächlich möglich wäre, die Landesgrenzen absolut dicht zu machen. Und das macht die Orbán-Regierung gegen Migranten. Sie haben gesehen, der hat auch Beifall bekommen, von Fox News zum Beispiel, dafür, dass er die EU-Außengrenzen so gut schützt, im Gegensatz zu der Biden-Regierung zum Beispiel. Aber wenn man die chinesische Universität nach Budapest holt, ist das dann kein nationaler Reflex. Das ist auch keine Art Öffnung der eigenen Wissenschaft, aber nicht Richtung Liberalismus, sondern Richtung chinesische Art der Kontrolle über die Wissenschaft. Also der Ethnonationalismus ist schon charakteristisch für diese Regierungen. Es geht einher, auch wenn sie die Diskurse, politische Diskurse in Ungarn hören würden, geht es auch um eine Verteidigung der europäischen christlichen Zivilisation gegen, und das ist interessant, gegen einerseits die Liberalen, die säkularisiert sind, die für Frauenrechte sind, die für LGBTQ-Rechte sind, und gegenüber das ist das auch Interessante, gegenüber die EU zum Beispiel. Ja? Und die ungarische Regierung bekommt eins der größten Anteil von EU-Subventionen als Strukturfonds. Das heißt, die Gelder aus Brüssel nimmt man, deutsche Investitionen nimmt man. Also insofern, es ist nicht so nationalistisch, was die Wirtschaftspolitik anbelangt. Aber es geht unter anderem um diesen, ich sage es jetzt mal ganz salopp, um diesen reinen Volkskörper. Sie haben schon beschrieben, es geht auch um so pronatalistische Programme, also wirklich Bevölkerungsprogramme. Man will, dass die ungarischen Frauen ungarische Kinder bekommen, also nicht muslimische Zuwanderer, die Kinder bekommen. Es gibt diese eben gegen die LGBTQIA-Bewegung, dass man ihnen Rechte aberkennt. Auch in Polen beispielsweise die Abtreibungsrechte, die eingegrenzt werden. Das heißt, man will wirklich, die Frauen sollen jetzt Kinder gebären. Das gehört mit dazu. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Alle diese Regierungen, die Türkei ist auch kein gutes Beispiel. Die indische Regierung will auch, dass man die Hindu-Mehrheit schützt durch bevölkerungspolitischen Maßnahmen. Das heißt, eine pronatalistische Politik, die auf eine Definition der Nation als nur der ethnischen Mehrheit gehörend, die eine Sprache, eine Religion, ein Volk darstellt, also zurück zu dieser ursprünglichen Nationalstaatsidee aus dem 19. Jahrhundert zurück. Das ist ein großer Bestandteil der Politik dieser soft-authoritarian Regierungen, wie ich sie nenne. Dazu gehört natürlich ein großer Rückschritt, was Frauenrechten anbelangt, was Geschlechtergleichheit anbelangt und auch was Reproduktionsfreiheit anbelangt. Denn Frauen sollen zu Hause bleiben und so viele Kinder bekommen wie möglich. Das muss Sie wahrscheinlich besonders schmerzen, denn feministische Anliegen gehören immer auch zu Ihrer Forschung mit dazu. Ich glaube, Ihre Großmutter war sogar eine der Ersten, die eine erste Schule gegründet hat für unberührbare Mädchen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das ist richtig, in Kalkutta. Aber meine Urgroßmutter war eine der ersten Frauen, ersten fünf Frauen in Indien, die einen Universitätsabschluss hatten. 1901, zu einem Zeitpunkt, wo in Europa viele Universitäten Frauen gar nicht aufgenommen haben. Und insofern, ja, also Frauenbildung ist ein generationsübergreifendes Thema in meiner Familie. Aber auch, weil ich viel zu Bevölkerungspolitik gearbeitet habe. Und was mir wirklich auffällt, ist diese schizophrene Haltung, wenn Sie es so wollen, wo
in Europa ständig die Rede davon ist, zur Entvölkerung, Depopulation, nicht? Also es fehlen uns die jungen Menschen. Und es gibt eigentlich zu wenig Europäer auf der Welt. Auf der anderen Seite ist man sehr besorgt über die wachsende Bevölkerung in Afrika oder die hohe Fertilität in Bangladesch oder in Indien. Und insofern ist es die gleiche Welt und die ist zum Teil überbevölkert und zum Teil sehr unterbevölkert. Und das hat ja zu tun damit, dass Sie auch sagen, für diesen Ethnonationalismus typisch ist, dass man eigentlich zwei Feinde kennt. Man kennt den Feind im Innern, das sind eben die Liberalen, die auch bestimmte Frauenbilder zum Beispiel haben, die auch offen sind für andere Lebensformen, wie LGBTQIA und so weiter. Und auf der anderen Seite der Feind im Äußeren, das sind die muslimischen Zuwanderer, die man auch nicht haben will. Also es ist eigentlich, findet man in diesen, sagen wir mal, populistischen Programmen, findet man eigentlich beides verschränkt. Die sind beide verschränkt und man hat einen dritten Feind, wenn Sie es so wollen, das ist die Minderheiten innerhalb des Landes, also die Roma zum Beispiel in Ungarn oder die kurdische Minderheit in der Türkei. Oder in Amerika, in den USA, was Sie jetzt sehen, die Schwarzen. Ja? Und es geht auch immer darum, ein Teil der Diskurse und auch Praktiken gehen darum, dass diese Bevölkerungsteile, die einem unliebsam sind, die eigentlich nicht zum reinen nationalen Volkskörper dazugehören, deren Fertilität zu dämmen. Sie sollen gar nicht so viele Kinder bekommen. Und in den USA hört man dauernd, dass die weiße Bevölkerungsanteil zurückgehen wird, verglichen mit Latino- und schwarze Bevölkerungs-Communities. Und das heißt, es geht auch immer um Differential Fertility. Ja? Es ist immer gesehen als, Ajahn Opadurai hat ein Buch mit einem wunderbaren Titel, das heißt The Fear of Small Numbers. Und das ist immer sozusagen diese kleine Minderheiten, die die Reinheit der Nation und den Volkskörper irgendwie gefährden. Vielleicht eine kritische Frage in diesem Zusammenhang. Laufen wir nicht manchmal auch Gefahr, gerade die Liberalen, zu denen ich Sie jetzt auch einmal zähle, dass wir einerseits feministisch sein wollen, eben weltoffen, wir wollen alle integrieren und gleichzeitig wir uns auch bewusst sein müssen, dass man manchmal auch ein Frauenbild importiert, was durchaus gerade dieses liberale Frauenbild, Gleichheit beispielsweise der Geschlechter, auch wieder angreift und unterminiert. Meinen Sie importiert, wer importiert von wo so ein Frauenbild? Ja, das ist natürlich ein heikles Thema, aber gerade in der Schweiz diskutiert man auch sehr oft darüber, dass teilweise durch Zuwanderung vielleicht auch Frauenbilder in die Schweiz kommen, die wiederum von liberaler Seite her auch kritisch gesehen werden. Also woher kommt eigentlich diese Gleichheitsidee? Wie können wir diese Gleichheitsidee bewahren? Gerade wenn wir von Ethnonationalismus sprechen, und wir werden nachher auch noch sehr kritisch über dieses Bild sprechen, aber wenn wir davon ausgehen oder die Idee haben, es gibt solche Werte, die wir bewahren wollen, dann gehört da ja beispielsweise auch dazu Gleichheit von Mann und Frau. Und darauf würde ich bestehen. Also ich glaube, Multikulturalismus heißt nicht, dass man eigentlich alles zulässt. Also ich glaube, die Frage ist, welche Differenzen kann eine liberale Gesellschaft zulassen und wo hört unsere Toleranz bei bestimmten Praktiken auf? Und ich glaube, die Genderfrage wäre schon eine Frage, die man unter diese Perspektive absolut diskutieren muss. Und natürlich die Toleranz, die Idee einer der Toleranz heißt, dass ich doch bereit sein muss, mit Lebenspraktiken, Wertvorstellungen zu leben, die nicht gerade meine sind. Weil wenn sie meine sind, dann bin ich nicht tolerant. Genau. Ja? Also das heißt, per Definition muss ich bereit sein, gewisse Differenzen nicht nur zu akzeptieren, sie auch zu respektieren. Aber die Frage dann wäre, wo werden wir die Grenzen ziehen? Und darüber musste man gemeinsam dann diskutieren. Ich meine, die europäische Idee
aus dieser nationalstaatlichen Idee stammend, ist immer für eine ethnonationalistische, weil die sagt dann, die Kultur der Mehrheit ist die Leitkultur. Ja, aber das ist dann die christliche. Ja, aber die Frage dann ist, was wird aus anderen religiösen Vorstellungen, andere Glaubensrichtungen, andere Lebenspraktiken? Und wie weit kann man sie als eine Bereicherung für eine Gesellschaft sehen? Mhm. Und wenn man aus Indien kommt, dann kennt man nicht anders als diese Diversität von Sprachen, Diversität von Religionen, Glaubensrichtungen, Praktiken. Das ist ja auch etwas, was Sie immer wieder betonen, dass Sie sagen, wir haben so dieses Bild im Kopf, eine Demokratie braucht ein einheitliches Demos, ein Volk, das eben dieselbe Kultur hat. Das ist die Idee des Nationalstaates. Und Sie sagen, aus Indien kommend, nein, gerade Indien ist eigentlich das Gegenprogramm, weil in Indien sich so viele Kulturen, Sprachen, wir haben am Anfang schon darüber gesprochen, Schriftbilder, viele Religionen nebeneinander leben, ist eigentlich die größte funktionierende Demokratie weltweit gesehen. Das ist richtig. Und ich meine, 1947, als Indien unabhängig wurde, das war schon ein Wagnis. Nicht nur wegen der Diversität, auch wegen der Tatsache, dass eine Mehrheit in der Bevölkerung nicht lesen und schreiben konnte. Und weil es so große Unterschiede und auch hierarchische Unterschiede wegen des Kastensystems, auch wegen Klassensystems in Indien gegeben haben, dass viele Leute von Anfang an gesagt haben, eine Demokratie ist zum Scheitern verurteilt. Man hat die europäische Vorstellung, es muss eine Homogenität geben, um dass Demokratie funktioniert. Es muss auch relativ viel Wohlstand geben, damit Demokratie funktioniert. Und Indien zeigt gerade, dass das nicht der Fall sein muss. Wobei man jetzt auch kritisch einwerfen kann, gerade im Moment ist diese Demokratie auch sehr gefährdet. Der Premierminister Narendra Modi verfolgt einen Hindu-Nationalismus, das haben Sie auch bereits erwähnt. Man weiß beispielsweise, dass er mit neuen Gesetzen Einwanderer, die einen muslimischen Hintergrund haben, zurückweist, während Einwanderer, die eben Hindus sind, sind willkommen. Also das ist ja auch im Moment gerade auf dem Prüfstand, und zwar auf Messers Schneide. Da haben Sie absolut recht, aber das Interessante dabei ist, er greift zurück auf europäische Vorbilder, obwohl, was er sagt, ist zurück zu einer glorreichen Hindu-Nation. Aber alle Vorbilder, die dafür sind, also diese Exklusion von Minderheiten, eine Nation, eine Ethnie, eine Religion, das sind alle europäische Vorbilder eines Nationalstaates und nicht des ein Vielvölkerstaates wie Indien. Und da sind wir, glaube ich, an einem extrem interessanten Punkt, weil Sie sagen, das ist ja eigentlich so ein Bild, das wir zelebrieren, das wir auch exportieren, das andere importieren, diese Idee der europäischen, westlichen Kultur, dieses Nationalstaates. Und sogar diese Idee ist eigentlich falsch. Das ist eigentlich die Idee, nämlich zu sagen, wir sind auch gar nicht so rein. Es gibt nicht dieses homogene Gebilde des Nationalstaates, gab es nie, denn unsere Geschichte fußt zum Beispiel auf Kolonialgeschichte. Das heißt, es gibt eigentlich diese eine europäische Idee auch so gar nicht. Das ist richtig. Also ich glaube, das ist ein Teil einer Idealisierung, dieses homogene Bild, weil es gab immer Minderheiten in Europa. Und die Tatsache, dass man einen reinen Volkskörper wollte ohne Minderheiten, wir haben dann gesehen, worin das gipfelt in den Nationalsozialismus. Und insofern diese Exklusion oder die Idee, dass bestimmte Teile der Gesellschaft so bedrohlich sind, dass sie nicht integriert werden können, ja, das ist etwas, was aus Europa dann diffundiert ist in der restlichen Welt. Und in Indien war, und das sehen Sie 1947, als der indische Staat gegründet wurde, Pakistan hat sich zu einem muslimischen Staat erklärt. Indien hat sich zu einem säkularen, multireligiösen Staat erklärt. Und das heißt, es war schon bei der Teilung des Landes ganz klar, Indien möchte nicht
diesen Weg gehen, dass für Indien es sehr, sehr wichtig war, Minderheitenrechten zu schützen und explizit zu schützen, genau weil wir diese europäischen Nationalstaatsidee nicht übernommen haben. Und dieses homogene Gebilde, das Sie kritisieren in Ihren Arbeiten und immer darauf hinweisen, das gibt es so eigentlich nicht. Das ist eigentlich ein Traum, ein Schaumgebilde, auf dem wir da unsere Ideen bauen. Das hat ja auch viel damit zu tun, dass Sie sagen, wir verdrängen eigentlich diese Kolonialgeschichte. Und der britische Kulturtheoretiker Stuart Hall, der kam in den 1950er Jahren aus Jamaika nach England und hat in einem Text, den Sie auch zitieren in Ihren Schriften, sehr schön gesagt, er hätte eigentlich für sich festgestellt, dass er zumindest symbolisch immer schon in diesen Ländern, wie zum Beispiel in England, da gewesen sei, zumindest als Zucker auf dem Boden der britischen Teetasse. Ja, das ist ein sehr schönes Bild, finde ich, weil es zeigt, dass etwas, was wir immer mit England verbinden, the afternoon tea, der Tee kam aus Sri Lanka oder Indien, Zucker kam aus Jamaika. Dieser Zucker war in Plantagen angebaut worden, das nur mit Sklavenhaltung und Sklavenarbeit funktioniert haben. Und das heißt, nicht nur war dieser britische Tee ein sehr globales Produkt. Interessanterweise ist, man kann auch zeigen, dass es ganz wichtig war für die Industrialisierung Britens, weil es bestimmte Kalorien für die Arbeiterklasse zur Verfügung gestellt hat. Und dass es einfach auf sehr ungleiche wirtschaftliche Verhältnisse, koloniale Ausbeutung sowohl von Arbeitskräften wie auch von also menschenunwürdiger Sklaverei, aber auch von kolonialer Ausbeutung von fremden Grund und Boden berührt. Und das heißt, uns klar zu machen, dass ein reines Europa es so nie gegeben hat, dieses Europa, das wir kennen, ist Produkt einer imperialen und kolonialen Geschichte. Und nicht nur Indien gehört zu einer postkolonialen Welt, Europa gehört genauso zu dieser postkolonialen Welt, dass wir beide leben in einer postkolonialen Welt. Genau, und das ist dann auch der Begriff, den Sie einführen, der Entangled History, also diese Verwobenheit der Geschichte, eben nicht dieses reine Europa, sondern dieses verwobene, eigentlich kann man ja sagen, auch immer schon globalisierte historische Bild. Und da fällt ja auch noch einmal etwas aus, auch eine Begrifflichkeit, die Stuart Hall geprägt hat, nämlich es gibt sozusagen die Globalisierung von oben, also den Welthandel zum Beispiel, den gab es natürlich immer schon, aber eben auch das Reisen, die Meetings, die wir haben in Hongkong und nachher in Boston, der Urlaub in Bali am Strand, Globalisierung von oben. Und es gibt die Globalisierung von unten, Migrantinnen und Migranten auf dem Weg, Traum auch von einem besseren Leben, die sich auf den Weg machen und von unten her die Welt globalisieren. Und was wir eigentlich gerne möchten, ist Globalisierung von oben ohne Globalisierung von unten. Das ist richtig. Weil, also ich meine, diese Migration, die mit der Sklaverei schon, und das ist Zwangsmigration, ja, anfängt, hat einen Boden für die Art von wirtschaftlichen Abhängigkeiten, Asymmetrien vorbereitet, die bis heute dauern. Und zwar, wir haben nicht Sklaverei im alten Sinne, aber wir haben auch moderne Sklaverei, sklavenähnliche Verhältnisse, Abhängigkeitsverhältnisse, extrem schlechte Löhne, die bezahlt werden und so weiter. Ja. Heute Morgen habe ich zum Beispiel beim Frühstück Himbeeren gegessen und gedacht. Also frische Himbeeren? Es gab in meinem Bischemüsli sehr gute Himbeeren. Ich meine, wahrscheinlich kommen sie jetzt im Februar aus Ecuador oder so. Aber in 2 Monaten werden sie aus Portugal kommen. Aber die Arbeitskräfte, die diese Himbeeren ernten werden in Portugal, werden weniger als 4 Euro pro Stunde für 12 Stunden Arbeitstag bezahlt bekommen. Und sie kommen aus Nepal und Pakistan und werden unter extrem schlechten Bedingungen dort
arbeiten. Oder interessanterweise Mozzarella-Käse in Italien wird hauptsächlich von indischen Bauern aus dem Punjab heutzutage hergestellt. Also in Italien, nicht in Punjab. Das machen sie auch. Aber auch in Italien selbst wird Mozzarella von ausländischen Arbeitskräften hergestellt. Das heißt, diese Art der Migration ist unser Alltag. Und das zu verdrängen, ist ein Teil des Problems. Das andere ist, die wirtschaftlichen Subventionen, die zu Protektionismus also hinzukommen. Das heißt, unsere... Ich muss das ganz, ganz kurz klären. Also das Schützen der eigenen Märkte, das ist gemeint mit Protektionismus? Ja. Mhm. Und ich meine, die schützen wir wirklich in Europa sehr stark. Innerhalb der EU haben wir einen Binnenmarkt hergestellt, aber die Grenzen dieses Marktes schützen wir extrem stark durch verschiedene Art von Regelungen, wie viel importiert werden darf, wie viel von welchen Produkten in die EU reinkommen darf und so weiter. Wogegen durch die Strukturanpassungspolitik die Märkte in Afrika, in Lateinamerika sind liberalisiert worden, so dass die Handelsschranken dort abgebaut worden sind. Das heißt, wir haben extrem ungleiche wirtschaftliche Bedingungen. Also es gibt einerseits diese Globalisierung von oben versus Globalisierung von unten, und bei der Globalisierung von unten oder überhaupt bei der wirtschaftlichen Globalisierung machen wir noch einmal so zwei Klassen. Jetzt, was mich noch einmal interessieren würde, ist, Sie beschäftigen sich ja auch mit dem, was man postkoloniale Studien nennt. Wenn ich Ihnen zuhöre, habe ich das Gefühl, wir haben dieses Kolonialistische ja nicht wirklich überwunden. Es gibt zwar nicht mehr im engeren Sinne Kolonien, aber wir haben immer noch ein Stück weit koloniale Verhältnisse. Was meint man denn, wenn man von postkolonialen Studien spricht? Was ist dieses Post? Ja, Post heißt nicht im Sinne von, es ist vorbei. Post ist im Sinne von, es ist mit uns, wirft immer noch einen Schatten auf unseren ganzen Denken und auch unsere Lebensverhältnisse. Post aber auch im Sinne, dass wir über etwas, was formal dekolonisiert wurde, aber trotzdem mit uns schleppen, nachdenken sollen und müssen. Und jetzt werden Sie sagen, was wäre ein vielleicht gutes Beispiel, wo man im Alltag vielleicht das merken würde. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, denken Sie darüber, die Schweiz hat doch so viele wichtige Pharmaunternehmen. Und haben Sie sich jemals gefragt, wo werden Ihre Medikamente getestet, die neuen? Die werden in den Slums von Brasilien oder Bombay getestet. Und aus verschiedenen Gründen, aber zwei, weil erstens natürlich Legal Liability ist weniger dort. Falls was schief geht, muss man nicht so hohe Summen zahlen. Also die Haftungsregeln sind einfacher. Ja, wesentlich schlechter. Aber auch medizinisch gibt es einen Grund, die dort zu testen. Wenn man ein Medikament für Diabetes oder hohen Blutdruck testen will, dann Sie und ich wären schlechte Testpersonen, falls wir diese Krankheit haben. Also nur so konnte man sie auf uns testen, auf unseren Körpern. Aber wir werden mit hoher Wahrscheinlichkeit sowieso Medikamente gegen diese Krankheit bekommen. Insofern kann man die Wirkung der neuen Medikamente nicht gut testen auf unseren Körpern. Also was man braucht, sind sogenannte naive Populationen. Leute, die diese Krankheiten haben, aber nicht behandelt werden mit Medikamenten bisher dagegen. Dann kann ich gut testen, ob das neue Medikament wirkt. Also ein Medikament, noch um es besser zu verstehen, ein Medikament muss getestet werden an einer Person, die nicht therapiert ist, für das, wogegen sie dieses Medikament dann bekommen soll, was man testen will. Genau. Mhm. Genau. Und natürlich sind diese Populationen sind wesentlich einfacher in ärmeren Ländern zu finden, weil dort die Leute entweder gar nicht wussten, dass sie bestimmte Krankheiten haben, oder wenn sie das wissen, haben sie nicht das Geld, um diese Medikamente zu besorgen. Das heißt, alle diese Medikamente werden großteils in ärmeren Ländern des globalen Südens getestet. Nachdem sie getestet worden sind, werden sie niemals für diese Leute wird wieder zugänglich werden, weil sie viel zu teuer sind. Und das ist jetzt natürlich ein furchtbares Beispiel, muss man sagen, extrem stoßend.
Gleichzeitig würden vielleicht viele denken, würde man da nicht einfach von Ungleichbehandlung sprechen, von Ungleichheit? Warum ist es wichtig, das so zu framen, dass man sagt, das hat zu tun mit kolonialem Denken? Weil ich denke, es geht wirklich die Folie sozusagen, und ich gebe ein zweites Beispiel, das vielleicht noch klarer macht, was ich meine. Aber weil der Punkt hier ist, es ist nicht zufällig, welche Länder oder welche Populationen für uns Testpersonen werden. Die Folie für diese Art der heutigen wirtschaftlichen Ungleichheit ist eben die kolonialen Verhältnisse. Das reproduziert eigentlich diese Verhältnisse weiter. Absolut, obwohl wir formal diesen Kolonialismus nicht mehr haben. Also ja, nach den 50er Jahren, 60er, die meisten Kolonien sind formal keine Kolonien mehr, die ehemaligen. Aber die Strukturen der Ungleichheit, die durch jahrhundertlange Ausbeutung und Ungleichbehandlung aufgebaut wurden, die werden nicht abgebaut, sondern sie werden nicht nur zementiert, sondern sie werden weiter reproduziert. Aber vielleicht gebe ich Ihnen ein zweites Beispiel, was es klarer macht. Die Vandana Shiva, eine indische Aktivistin, Umweltaktivistin, nennt es Biopiraterie. Und das ist genau die Patente, die westliche Firmen, Agrarkonzernen in diesem Fall, auf dem Saatgut in Ländern der sogenannten Dritten Welt, also globalen Süden, Entwicklungsländern, erheben. Und das gute Beispiel wäre der Basmati-Reis, den Sie vielleicht kennen und essen, kommt aus Indien und Pakistan. Den und ich selbstverständlich falsch betone, weil ich sage Basmati-Reis. Nein. Ich habe jetzt gehört, dass man das anders ausspricht. Ja. Das ist wie mein Nachname. Man muss erste Silbe. Also der Basmati-Reis? Der Basmati-Reis, der jetzt als Texamati verkauft wird, weil eine Firma in Texas, USA, die eine kleine Veränderung, gentechnische Veränderungen an den Basmati-Reis gemacht hat und als eigene geistiges Eigentum sozusagen beansprucht, dieses Produkt auf den Weltmarkt zu bringen. Und die Tatsache, dass das möglich ist, dieser Zugriff auf Ressourcen, auf Grund und Boden, also China in Afrika wäre ein gutes Beispiel, oder auch Mineralkonzernen aus dem Westen, Rio Tinto in Indien wäre ein gutes Beispiel, Zugriff auf Mineralien, Zugriff auf Arbeitskräfte, Zugriff auf den Körper, um Medikamente zu testen, Zugriff auf Saatgut im bei Agrarbeispielen zu bleiben, die man patentieren kann und zu eigenen geistigen Eigentum deklarieren kann. Das sind alle Beispiele, die einem zeigen, aber dass die Asymmetrien, die hier zutage treten, sind welche, die seit 200 Jahren die gleichen sind. Und daher, das sind Asymmetrien, die auf kolonialen Strukturen zurückgreifen und darauf aufbauen, die verstärken. Aber es gibt einen sehr berühmten Aufsatz, den Sie vielleicht kennen, das ist André Gunder Frank in Lateinamerika, ein sehr berühmter Ökonom, der hat einen Aufsatz geschrieben, der heißt The Development of Underdevelopment. Und was er damit meint, ist sozusagen, die Unterentwicklung bestimmter Weltteile ist verbunden mit der Entwicklung der europäischen, amerikanischen Und da sind wir Wirtschaft. Bei dieser Entangled History, die Sie Da meinen. Sind wir bei dieser Verflechtung. Aber das heißt, es ist nicht als, die können nicht aus dieser Unterentwicklung raus, weil sie in der weltwirtschaftlichen System eine bestimmte Stellung einnehmen, wo sie nur als Produzenten von Rohstoffen, also Lieferanten von Rohstoffen und nicht als industrialisierten Gesellschaften überhaupt in die Weltwirtschaft integriert werden können. Und das heißt, es ist eine Dauerunterentwicklung, die strukturell diese Ungleichheiten zementiert. Jetzt haben Sie vorhin gerade schon China erwähnt, und das ist ja so ein bekanntes Beispiel. Man erwähnt China oft auch im Zusammenhang mit einem sogenannten
neuen Kolonialismus mit Bezug auf Afrika. Ein paar Zahlen. Johns Hopkins University sagt, zwischen 2000 und 2017 wurden Kredite über 146 Milliarden US-Dollar investiert oder vergeben in Afrika. Mehr als 10.000 Firmen sollen ansässig sein mittlerweile. Ein großes Projekt ist die Freihandelszone in Djibouti am Horn von Afrika. Da entsteht ein großer Hafen. Man spricht auch von der neuen Seidenstraße, die entsteht. Und das sehen ja viele auch kritisch. Und interessant fand ich, dass wir kürzlich Felwin Saar hier hatten, einen afrikanischen Intellektuellen, mit dem mein Kollege Yves Bossart auch gesprochen hat. Und er sagt, wir tendieren dazu, China als alleinigen Täter zu sehen und Afrika als Opfer und uns Europäer als unschuldig. Hören wir uns ganz kurz seine Stimme an. Natürlich ist dieses Verhältnis asymmetrisch, aber ich finde es amüsant, dass es ausgerechnet die Europäer sind, die darauf hinweisen, obwohl sie selbst seit Jahrhunderten ein asymmetrisches Verhältnis zu Afrika pflegen. Anstatt dies zu korrigieren, verweisen sie auf das neue Raubtier China. Die Afrikaner sind nicht dumm. Sie wissen sehr wohl, dass dieses Verhältnis asymmetrisch ist. Zwischen Pest und Cholera versucht man, das kleinere Übel zu wählen. Die Chinesen kommen mit ihrer Infrastruktur, Brücken und Straßen. Sie belästigen niemanden mit unerfüllbaren Geldforderungen. Sie mischen sich nicht in die Politik des Landes ein, sondern bedienen kurzfristige Bedürfnisse, auch wenn das Verhältnis tatsächlich asymmetrisch ist. Wie bewerten Sie dieses Einschreiten von China, sage ich jetzt mal, in Afrika? Ich meine, das ist ein zweischneidiges Schwert, denn China bringt auch Investitionen nach Afrika hinein, baut Infrastruktur, aber natürlich dort, wo es der chinesischen Wirtschaft zugutekommt. Und insofern, es ist ein Zugriff auf afrikanische Land und Boden. Es ist auch kein Zugriff auf Mineralressourcen Afrikas. Auch alles nicht zu gerechten Preisen erworben. Und bringt aber auch sehr viele eigene Arbeitskräfte dahin. Also die, genau wie viel Chinas Einsatz in Afrika, den afrikanischen Ländern, tatsächlich zugutekommt, das muss man dann entziffern. Es entsteht auch Abhängigkeit, denn es sind Kredite, die aufgenommen wurden, die müssen irgendwann mal zurückgezahlt werden. Und wenn sie wie im Fall von den Hafen in Sri Lanka zum Beispiel nicht zurückgezahlt werden könnten, Sri Lanka hat sich hoch verschuldet, dann wurde der Hafen einfach von den Chinesen übernommen. Mhm. Also es ist keine direkte politische Kontrolle und Herrschaft wie unter alten Kolonialismus, sondern die wirtschaftlichen Verhältnisse sind asymmetrisch und bleiben. Und was natürlich Felwin zu richtig sagt, ist, dass die Europäer haben kein, they cannot sit on a moral hobby horse. Ja, die haben keine moralische Überlegenheit hier in der Frage nach Jahrzehnte und jahrhundertlanger Ausbeutung mit dem Finger auf China zu zeigen. Aber das macht das eine oder das andere nicht besser oder schlechter. Haben Sie denn irgendwelche Hoffnung? Also haben Sie den Eindruck, die Globalisierung schreitet fort und wir werden auch moralisch besser? Bewegt sich da etwas in die richtige Richtung? Oder haben Sie den Eindruck, es wird eigentlich immer schlimmer? Also moralisch werden wir nicht besser. Das glaube ich auf keinen Fall. Ich glaube, was wir jetzt sehen, auch angesichts der Klimaproblematik, ist ein Ruf nach einer andere Globalisierung, eine ökologisch vertretbarere Globalisierung, eine, der längerfristig für nachhaltige Entwicklung sorgen könnte. Und um auf unsere Eingangsfrage zurückzukommen, es geht nicht um, ob wir aus dieser Globalisierung raus können oder nicht. Die Frage ist, ob wir diese Globalisierung als politisches Projekt umgestalten können. Können wir eine gerechtere Globalisierung haben? Und können wir? Ich glaube, wir werden sie nur bekommen, wenn genügend Druck, politischer Druck entsteht, die Bedingungen dahingehend zu ändern. Nun fand ich sehr interessant, dass Felwin Saar in diesem Gespräch auch gesagt hat, alleine durch die Bevölkerungsverhältnisse, und da sind wir auch wieder zurück bei der Politik und der Bevölkerung, dadurch, dass Afrika so ein unglaublich junger Kontinent ist, eine so unglaublich junge Population hat,
sei die Zukunft ganz klar afrikanisch. Und Pankaj Mishra, ein indischer Intellektueller und Schriftsteller, der auch schon hier zu Gast war, der sagt in seinem Buch, die Zukunft ist ganz klar asiatisch. Wie ist denn die Zukunft? Wenn ich das wusste. Also, die Zukunft ist auf jeden Fall eine verflochtene, nach meiner Meinung. Das ist die Entanglement. Da kommen wir nicht raus, weil ich meine, die Zukunft demografisch ist natürlich nicht europäisch. Die Zukunft demografisch ist afrikanisch oder im Nahen Osten. Oder in Asien. China hat eine andere demografische Problematik. Aber wenn wir das zur Seite lassen, wir haben natürlich demografisch eine ganz andere, große, junge Kohort in allen diesen Teilen der Welt. Die Frage ist, bleiben diese jungen Leute dort oder wegen ungleicher Lebenschancen werden sie migrieren wollen. Oder wegen des Klimas. Und das kommt hinzu, wegen des Klimas, wegen auch ungleicher wirtschaftlicher Entwicklung. Und Chinas Einsatz wird das eher verstärken als verbessern. Die Frage ist, können wir uns eine Welt ohne eine Migration vorstellen. Und daher denke ich nicht, dass die Zukunft ein Kontinent sozusagen gehört, sondern die Zukunft muss uns zusammengehören, insbesondere angesichts des Klimawandels, der uns bevorsteht. Und da sind wir eigentlich auch wieder beim Anfang des Gesprächs, nämlich bei dieser Angst, dieses christliche Erbe, sage ich jetzt mal, dieses reine Europa nicht bewahren zu können. Weil wenn man ihnen zuhört oder eben Selin sah, dann kriegt man den Eindruck, bevölkerungsmäßig ist die Sache eh gelaufen. Und wir müssen lernen, eben vernetzt zu denken und uns nicht zu fürchten vor diesen unterschiedlichen Kulturen, sondern, ja, sondern was, Frau Randeria, was denn? Also ich glaube einmal wirklich, dass es wichtig ist, so, anstatt für oder gegen Globalisierung eine gerechtere Globalisierung anzustreben. Was heißt gerechtere Weltwirtschaftsverhältnisse? Ich glaube, die politische Ökonomie ist da wirklich sehr, sehr wichtig. Und dass wir denken, das ist ein politisches Projekt. Und wir können es anders gestalten. Ja? Was wollen wir regulieren? Wollen wir unser Internet anders regulieren oder nicht? Ist ein Impfstoff, genau wie unsere Daten, die Google und Facebook jeden Tag sozusagen erwerben, soll das nicht Gemeingut sein? Soll das Privateigentum von Konzernen sein? Wollen wir nicht die Pandemie Herr werden, indem wir den Impfstoff gerechter verteilen? Wir können das machen, indem wir einen großen Schranken dort abbauen, und das sind die Patente, die geistigen Eigentumsrechte, die die Welthandelsorganisation... Noch einmal eine sehr komplizierte Frage natürlich. Mhm. Ja, aber also überraschenderweise, die amerikanische Regierung ist mit einem Vorstoß vorangeprescht und gesagt, sie sind bereit, dort einfach für die Dauer der Pandemie die Patente fallen zu lassen. Und die Europäer machen nicht mit. Mhm. Also das ist schon für mich ein ganz überraschender Schritt der US-amerikanischen Regierung, weil sie waren die Hauptbremse für, in der Patentfrage die letzten Dekaden lang. Plötzlich sind sie vorgeprescht aus innenpolitischen Gründen, aber nichtsdestotrotz, die Motivation ist egal. Wenn es zur gerechten Verteilung von Impfstoffen weltweit führt, dann hätten wir ein wesentliches Instrument, um die Pandemie zu bekämpfen. Die Pandemie zeigt eben auch gerade wieder, wie sehr wir global denken müssen, global handeln müssen. Ansonsten wird auch diese Pandemie nie zu besiegen sein. Das ist richtig, weil also da ist wirklich globale Solidarität verlangt. Nicht nur in der Frage der Aufbau von Infrastruktur, gesundheitspolitischen Infrastruktur. Und deswegen habe ich schon vor 2 Jahren in meinem allerersten Interview zu dieser Frage gesagt, Schulden
müssen wir erlassen. Länder, die hochverschuldet sind, sind nicht in der Lage, ihre gesundheitspolitische Infrastruktur aufzubauen, aufrechtzuerhalten. Das heißt, auch wenn sie die Impfstoffe bekommen, können sie die Bevölkerung nicht damit verimpfen. Wir brauchen einfach eine globale, solidarische Politik. Und nichts führt uns unsere gemeinsame Zukunft mehr vor Augen als die Pandemie einerseits und die Klimaproblematik auf der anderen Seite. Und daher denke ich, wenn genügend politischer Druck, und ich denke von unten, da ist, dann glaube ich und hoffe ich sehr, dass wir eine gerechte Globalisierung haben werden. Ich nehme mit aus diesem Gespräch, Globalisierung ist nicht wie Regen, kein Naturphänomen, sondern gestaltbar von uns. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Randeria, für dieses Gespräch. Vielen Dank. Ja, der Vorgänger von Shalini Randeria an der Central European University war übrigens der kanadische Historiker Michael Ignatieff. Mit ihm hat meine Kollegin Olivia Röllin kürzlich über Trost gesprochen. Das Gespräch gibt's in unserer Videothek. Nächste Woche denkt mein Kollege Wolfram Eilenberger über ein anderes globales Phänomen nach, nämlich über Kryptowährungen. Wenn Sie meinen, das sei kein philosophisches Thema, dann lassen Sie sich überraschen. Und jetzt gleich geht's um die Musikerfamilie Kenney Mason, 7 Geschwister, die allesamt musikalische Ausnahmetalente sind. Eines der Geschwister begeisterte sogar an der royalen Hochzeit von Harry und Meghan als Solo-Cellist. Ein Film für gute Laune. Eine gute Zeit. Bis bald.